So, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Heute versuche ich mal meinen Ölwechsel durchzuführen. Das ist nicht schwer, da muss ich nur ein bisschen die Verkleidung für abnehmen. Dann kann ich das Öl schon direkt ablassen, dann kann ich den Ölfilter abschrauben und dann eigentlich alles wieder rückwärts. Ja, deswegen würde ich sagen, ich fange jetzt einfach mal direkt an und guck mal, was das wird, ne? Jo, der ist das. So, man sieht aber schon, da wurde hier schon mal ein bisschen alles abgemacht. Ich denke mal, das muss bei jedem Ölwechsel gemacht werden. Aber, wie schon mal erwähnt, zu meiner Schande, um meiner Schande selber zu gestehen, habe ich noch nie einen Ölwechsel bei diesem Motorrad gemacht, obwohl ich jetzt schon seit 2 Jahren habe. Okay. So, das heißt, die Seite habe ich schon mal ab. So, jetzt will ich die Verkleidung natürlich nicht so über den Boden schrappen. Ja, ich glaube, das wird schwierig, die nicht über den Boden zu schrappen. Wie kriege ich den jetzt hier raus? So. So. Sehr gut. So, jetzt brauche ich einen Knarrenkasten auf jeden Fall und die Zange. Ich habe übrigens noch mein Öl hier in die Sonne gestellt. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen wärmer. Wo ist denn die Ölablassschraube? Aha, da wird die Ölablassschraube sein. Die hier. Ja, okay. Junge, was ist das für eine Schraube? Aha. Ach, ich habe die Knarre ja geschrottet. Ja. Muss ich meine Knarre holen gehen. So. Also, eine 17er. Ja, das bringt halt nichts. Ich werde auf jeden Fall vollgeölt jetzt. So. Boah. So sieht 2 Jahre altes Öl aus. Leute, lasst, macht das nicht. Ehrlich, 2 Jahre ist viel zu lange. So. Krass, wie viele kleine Metallsplitter da schon dran hängen. Geh ab. So. Das ist dann der neue Dichtring. So, so. So. Ey, willst du mich veräppeln? Wie soll ich den denn hier rauskriegen? Aha, da. So. Das heißt, ich habe noch mal ein bisschen leerlaufen. Und bin dann gleich wieder da, wenn das alles leer ist. Jetzt hat Öl soweit durchgelaufen. Ich hole mir jetzt noch ein drittes Handtuch. Dann nehme ich mal das. So. Das Öl brauche ich gleich erst und auch auf der anderen Seite. Ich hatte jetzt noch mal die Ölablassschraube aufgemacht, damit kein Unterdruck im Motor entsteht und das Öl dann vernünftig ablaufen kann. Ich habe jetzt auch noch mal einen Drehmomentschlüssel geholt, damit ich die Ölablassschraube gleich vernünftig festziehen kann. Da tropft nämlich noch ein bisschen, aber da tropft dann hier aufs Handtuch, das ist mir dann egal. So. So. Ja, das ist natürlich hier alles ein bisschen scheiße, aber ich reinige das nachher nochmal vernünftig außerhalb des Videos. Weil das hier ist ja jetzt nicht gereinigt, das ist ja nur ein bisschen so vorgesäubert. So. Hier kommt aber noch viel Öl raus. Ich packe die Ölablassschraube schon mal dran, da habe ich mich gerade zu entschieden. So. Ja, komm. So. Ja, mein Drehmomentschlüssel klappt nicht mehr. Also ich würde jetzt mal schätzen, das sind 30 Newtonmeter. Vielleicht waren das noch ein bisschen weniger. So, aber das werden auf jeden Fall 30 sein. Aber ich bin ganz stark davon überzeugt, dass das jetzt 30 Newtonmeter gewesen sind. Also mindestens. Vielleicht war das sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht gebe ich noch mal einen kleinen Schubser. So. Ja, gut. Gut, dann packe ich jetzt mal den neuen Ölfilter aus. Nehme ich mal ein bisschen Öl von hier. So, also hier habe ich gelesen, dass manche, die mit 17 Nanometer anziehen,
meine ich hier mit 20. Aber ich werde das einfach so machen, wie ich das immer mache, auch beim Auto. Einfach ein bisschen mehr als handwarm, dann passt das schon. Ist das durchgekommen? Nein. Ja, ich komme hier halt nicht rein, das ist das Problem. So, also eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, das ist fest genug. Ja, wie gesagt, beim Auto mache ich das auch mal so. Und das ist immer 1A. Gut, hier ist ja eine Literanzahl drauf. Ja. Gut, da müssten nämlich... Das sind insgesamt 4 Liter, ne? Jo. Da müssen 3 Liter rein auf jeden Fall. Aber ich habe im Internet gelesen, auch 3,5. Müssen wir mal schauen. So. So, falls man was daneben schütten sollte. Einmal schauen, wie weit ich jetzt schon gefüllt habe. Ach, da kommt ja gar nichts raus. Ja gut, das heißt, es dauert jetzt ganz lange. So, wie weit bin ich jetzt? Boah, da kommt ja gar nichts raus, Alter. Puh, okay. Also ich habe nicht mal 1 Liter Öl drin jetzt. Heftig. Och, Junge. Ja, das mache ich mal eben weg. Aha, jetzt sehe ich auch langsam, dass das Öl sich da in dem Fensterchen setzt. Jetzt habe ich fast 3 Liter drin. Und jetzt sieht man auch, der ist da zwischen voll und leer. Jetzt mache ich einmal kurz den Motor an. Lass das Öl einmal im Motor verteilen, vor allem auch im Ölfilter. Dann lasse ich danach wieder setzen. Und dann fülle ich weiter auf. Muss ich wieder kurz warten, bis ich das Öl setze. So, jetzt habe ich 2 Minuten gewartet. Alter, jetzt habe ich das voll festgemacht. Und wie man sieht, das, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das Öl hat sich nicht wieder, also gesetzt, aber das sieht man nicht mehr in dem Fensterchen. Deswegen muss nochmal mehr rein. Aha, da kommt es wieder. So. Ja, das sieht gut aus. Dann wird es wieder Motorrad anmachen. In Hoffnung, dass das jetzt noch angeht. So, jetzt wieder 2 Minuten warten. Aha, da fliegt es nämlich wieder zurück. Wie viel ist denn noch hier drin? Circa 1,5 Liter. Ja, okay. So, jetzt hat sich auf jeden Fall gesetzt. Jetzt fließt da nämlich nichts mehr nach. So, ein bisschen was fülle ich noch nach und dann ist gut. So, und jetzt habe ich noch minimal was am Öl über, aber das ist mir egal. Ich fülle jetzt das alte Öl hier rein, kann ich nämlich direkt wieder wegbringen und habe dann alles in einem Behälter. Das ist immer mega gut. So, ich bin jetzt fertig mit dem Ölwechsel. Der Ölfilter ist auf jeden Fall dicht, genauso wie die Ölablassschraube und der Ölstand, der stimmt jetzt auch. Also, was ist mein Fazit vom Ölwechsel? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Da muss man halt einfach nur ein bisschen aufschrauben, abschrauben, zusammen machen, dann wartet eigentlich auch schon wieder. Ja, die Verkleidung mache ich später dran, da habe ich jetzt keine Zeit mehr für, aber dementsprechend bin ich jetzt fertig mit dem Video. Das Altöl kommt natürlich auf den Bauhof und das schmeiße ich natürlich jetzt nicht hier irgendwo in den Müll, weil das ist halt Öl, das macht man nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das werde ich jetzt jedes Jahr machen und nicht nur einmal alle 2 Jahre. Und dementsprechend, das nächste Video wird auf jeden Fall wieder ein Vlog. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.